Hans Brunner für die SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, ich könnte es mir jetzt einfach machen und diesen Spätnachmittag verkürzen, indem ich sage, der Kollege Brehm hat eigentlich fast alles gesagt, was zu sagen ist. Es war richtig, was er angesprochen hat, also schenke ich Ihnen diese Zeit. Aber nachdem mir meine Fraktion 3 Minuten zugebilligt hat zu sprechen, erliege ich trotzdem doch dem Charme dieser 3 Minuten etwas noch zu dem heutigen Gesetzesentwurf auszusprechen und anzusprechen. Wir haben ja ganz ungewöhnliche, außergewöhnliche Zeiten, und außergewöhnliche Zeiten bedürfen auch außergewöhnlicher Regelungen, außergewöhnlicher Gesetze und außergewöhnlicher Herangehensweise. Und ich will deshalb ganz deutlich sagen, wir haben von 4 in meinen Augen wichtigen Bereichen, die zu regeln sind, die aufgrund der außergewöhnlichen Umstände durch Schließung gesamter Branchen, Schließung unterschiedlicher Unternehmen, von Schulen, von Kinderbetreuungseinrichtungen, um nur einige zu nennen, die eine Insolvenzwelle vor uns herschieben würde, im Wesentlichen 4 Bereiche, die wir zu regeln haben. Zum einen, wir haben auf der einen Seite geregelt, dass die entsprechenden Hilfsprogramme wie Novemberhilfe, Dezemberhilfe oder die Überbrückungshilfe auf den Weg gebracht werden und dann von der Administration auch umgesetzt werden. Wir haben darüber hinaus zu regeln, dass die Steuerberaterinnen und Steuerberater in der Lage sind, auch die Steuererklärungen so abzugeben und die Grundlagen zu ermitteln, dass diese Hilfen auch ausgezahlt werden können, denn ohne deren Mithilfe ist dies nicht möglich. Wir haben gleichzeitig zu regeln, dass die Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, durch die Maßnahmen der Covid-19-Pandemie eine Überlebensstrategie haben. Wir haben für das Jahr 2019 die entsprechenden steuerrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, die wir durch die Verlängerung der Abgabefrist um 6 Monate und die Verlängerung der Karenzzeit um ebenfalls 6 Monate für die Besteuerung geregelt haben. Und wir haben den Unternehmensbranchen, die wir gebeten haben als Politik, großzügig mit ihren Schuldnerinnen und Schuldnern, mit den Unternehmen umzugehen, den Sozialversicherungsträgern, den Energielieferanten, der Kreditwirtschaft, der Immobilienwirtschaft Stundungen zu ermöglichen, auch ihnen Sicherheit zu bieten für die Zukunft, um nicht im Konzert der Gläubiger dann die Letzten im Spiele zu sein. Denn Sozialversicherungsträger, Energieversorger, die Immobilienwirtschaft, die haben es nicht so einfach, wie da eine Kollegin sagte, dass sie keinen Vertrag abschließen. Sie unterliegen oft dem Kontrahierungszwang, wie man so schön sagt. Sie müssen den Vertrag abschließen. Und wir haben eine Verantwortung als Gesetzgeber, ihnen entgegenzutreten. Und ein Wort zum Ende meiner kurzen Redezeit, die ja immer wieder kommt, zu welchem Zeitpunkt soll dieses heutige Gesetz, in dem es richtig ist, die steuerlich-rechtlichen, die insolvenzrechtlichen und die anfechtungsrechtlichen Bereiche anzuhängen, zu welchem Zeitpunkt soll dies gelten? Natürlich rückwirkend für das gesamte letzte Jahr, denn das war das Jahr, das die Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen hat. Dieses Jahr soll Bemessungsgrundlage sein. Und wir hoffen alle miteinander und sind uns sicher, dass mit den getroffenen Maßnahmen der richtige Weg beschritten wird. Wir werden noch das Jahr 2020 einbeziehen müssen. Manche redaktionellen Ungereimtheiten. Kollege Brunner, die 3 Minuten waren nicht die Mindestredezeit, sondern die Höchstredezeit, die ich von Ihrer Fraktion zugestanden wurde. Ich bedanke mich für den charmanten Hinweis, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche eine weiterhin gute Beratung und bitte um Zustimmung. Den Mund-Nasenschutz bitte auch aufsetzen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Dr. Heribert Hirte